Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir haben jetzt ein Spiel gewonnen. Ich denke, unterm Strich dann durch die Verlängerung auch nicht ganz unverdient. Aber in der regulären Spielzeit wäre vielleicht ein Sieg für den Gegner verdienter gewesen, ein knapper zumindest. So, und jetzt hoffen wir mal, dass Origi und Ribéry zeigen, dass sie da zurechtstehen. Wobei, bei Ribéry mache ich mir eigentlich wenig Gedanken, weil das fühlt sich halt auch echt geil an. Origi fühlt sich okay an, nicht so geil. Spielt momentan echt nur noch wegen seinen Scorerwerten. Was mit Alessandrini? Ja, du bekommst natürlich bester Mann als Einwechsler. Gott, wie gern würde ich den regulär spielen. Aber jetzt nicht so gern, dass ich deswegen mir ein Franzosenteam baue. Oder am besten noch Major League Soccer Liga. So, ich trinke mal meinen Tee aus. Nein, ich will einfach spielen. So, Konzentration. Ich habe nicht gut gespielt in der letzten Folge. Es ist immer noch der gleiche Tag, deswegen glaube ich nicht, dass ich sehr viel besser spiele, aber das Team ist erstmal nicht ganz so stark, wobei der Sturm natürlich wieder ultra schnell ist. Er spielt aber Salah mit Basic, das ist auch interessant, und Jesus mit Finisher. Finisher ist so ein dummer Champions League Style, der ist so bescheuert. Der Champions League Style heißt Finisher, also Abschließer quasi, und er boostet nicht den Abschlusswert. Und ich glaube auch nicht das Stellungsspiel, dafür aber massiv den Distanzschuss und die Fernschüsse. Wie dumm ist das denn? Und der Chemistry Style Sniper boostet nicht die Fernschüsse und nicht die Schusskraft, obwohl Sniper ja davon auszugehen ist, okay, der schießt aus der Distanz, ne? Komplett bescheuert. Ich frage mich, wer sich das ausgedacht hat. Finisher und Sniper passen meiner Meinung nach überhaupt nicht zusammen. Oh, ich schicke Kimmich dreimal in den Lauf. Na, endlich. Hätte ich vielleicht reinflanken sollen. Schade, es hätte eigentlich schon mal ein Tor sein können. Ich wollte aber auch nicht auf Werner passen. Der hat sich quasi den Ball geklaut. Ach so, ich dachte, Süle hat ihn so verkackt. War jetzt nicht so geil. Und Bender ist zu langsam, oder? Ja. Schade, da haben wir den Pass nicht durchbekommen. Oh, Origi. Schade. Ach, es war abseits. Fuck. Noch einen Tick warten sollen. Aber er hat den Ball eh nicht unter Kontrolle bekommen. Werner hat generell so in letzter Zeit ein bisschen Probleme, die Bälle unter Kontrolle zu bekommen, habe ich das Gefühl. Oh, krass gemacht von Tolisso. Und hier auch. Schöner Pass von ihm. Schade, war der Tote schon zu nah dran, aber das Spiel geht ganz gut los. Ja, das habe ich gesehen, aber es war dann schon zu spät. Und er schließt zum Glück zuzeitig ab. Wodurch Radecki ihn noch hält. Oh, ich spiele nicht mehr mit, interessant. Weiß nicht wirklich wieso. Das hat er gut gemacht. Das haben wir eigentlich auch gut gemacht, aber leider ist dein Schmelzer irgendwie
dachte erst, okay, das verteidigt er gut, weil er da stehen bleibt, aber dann hat er es irgendwie doch wieder verkackt. Dafür hat er das gut gemacht und wir schlecht. Scheiße, Mann. So, noch ein bisschen Ruhe. Der Gegner ist schlechter auf jeden Fall als die letzten beiden Gegner. Wir hatten schon sehr gute Chancen. Oh, was? Das ist kein Foul. Wie bitte? Oh, ey. Ich dreh durch, wie beschissen ich dribbel. Das gibt's gar nicht. Krieg doch mal dein Leben in den Griff, ey. Warum tripp ich denn so dumm? Schön gemacht mit Ginter. Ich habe schon so viele Bälle in diesem Spiel verloren, nur durch mein bescheuertes Dribbling. Geht mir so auf den Sack. Oh, gut getribbelt, Traumpassen, keine Belohnung. Ich habe mich nicht getraut, flach zu schießen. Scheiße. Flachschuss wäre wahrscheinlich besser gewesen in dem Fall. Schön gemacht mit Tolisso, überhasteter Pass. Ja, der Fehlpass hätte nicht sein dürfen. Oh, ich bin so scheiße, ey. Das gibt's gar nicht. Kotzt mich an, dass ich so schlecht spiele. Es liegt einfach daran, dass ich nicht fit genug bin. Ich habe nicht lange genug geschlafen. Ich habe mir extra einen Wecker gestellt, um halt ein paar Spiele machen zu können. Aber wie gesagt, ich habe keine andere Alternative. Wenn ich es nicht mache, dann muss ich nur noch mehr Spiele am Sonntag machen. Das bringt's auch nicht. Der Gegner ist so schwach, ey. Das kann doch nicht sein. Wenn ich das Spiel jetzt auch wieder verliere, ja, dann. Komm. Gegner ist nicht so gut. Liegt auch wieder mal nicht an der Formation, sondern einfach, dass ich zu langsam im Kopf bin. Ich merke das. Es sind so viele knappe Bälle, die ich verliere. Weil ich halt einfach die Sekunde zu spät abschließe oder passt oder wie auch immer. Weil wir hatten die viel besseren Abschlusschancen als der Gegner bisher und er macht halt durch das Tor, ey. Völlig so, okay. Auch nicht schlecht, der Schuss. Und endlich haben wir mal den Fehler des Gegners ausgenutzt. Sehr schön. Er hat ihn ja schon am Anfang mal kurz gemacht. Das ist, glaube ich, das erste Mal in FIFA 18, dass wir so einen Fehler vom Gegner bekommen haben. Werner ist da, Werner macht ihn, sehr schön. Es ist, komischerweise, ist es verdient. Es ist erstens ein Fehler vom Gegner, da ist es immer verdient. Aber auch so von den Chancen her ist es verdient. Sehr gut, und jetzt drehen wir das Spiel, gewinnen und alles ist gut. Und bitte auch in der regulären Spielzeit. Vielen, oh, damit habe ich nicht gerechnet, dass jetzt hier ein Laufpass kommt. Ich mache genauso einen Fehler wie der Gegner. Nicht ganz so schlimm, aber fast. Und er wird zum Glück nicht bestraft. Schade. Hätte vielleicht auch auf Arangis passen können.
Ich bin sogar noch mal an den Ball rangekommen, aber egal, ich spiele echt nicht gut. Aber ich muss aufhören, mich drüber aufzuregen. Ich sage das jetzt zwar immer wieder und ich werde mich trotzdem wieder drüber aufregen, aber das bringt halt nichts, das macht es dann nur schlechter. Come on, Baby, come on. Ich hätte auch hier schon am Anfang des Spiels zwei Tore schießen können, hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, oh, wie geil ich jetzt spiele oder so. Aber naja, es kam halt nicht so. Mir fällt jetzt erst auf, dass es ja hier richtige Bandenwerbung gibt. Katar, Coca-Cola, Zero Sugar, Sugar, Visa Card, Gazprom. Die müssen ja dann wahrscheinlich auch alle Geld bezahlen, oder? An EA dafür, dass sie hier diese Werbung bekommen. Ich hatte kurz Angst. Ich meine, immer noch Kacke, dass er jetzt durch so einen schlechten Schuss hier eine Ecke bekommt, aber wenigstens nicht der abgefälschte, der reingeht. So, jetzt konzentrieren wir uns mal, versuchen es zumindest. Danke, Radecki. Ich wollte nicht schießen oder klären, aber er kommt ganz gut. Oh, ey. Wieder wird nicht gepfiffen, obwohl es ein ganz klares Foul ist. Na, Ribéry können wir auf jeden Fall schon mal auswechseln. Weil wenn Origi nicht funktioniert, würde ich wie gesagt Bellarabi erstmal testen, bevor ich wieder auf Pulisic gehe. Aber Origi hat schon noch ein paar Spiele, bevor. Eigentlich geil gemacht von Schmelzer. Wieder geil gemacht. Ich wollte logischerweise keine Schusstäuschung machen. Bänder auf Außen, na toll. Eieiei, ey, der pfeift echt gar nichts. Also er pfeift schon Sachen, aber zu wenig auf jeden Fall. Schönes Foul von Alessandrini, was natürlich auch nicht pfeift. Oh, Freunde, es muss aber einer herkommen, damit ich. Wenigstens mal gute Chancen. Ja, leider alle geblockt oder wie auch immer. Der will unbedingt durch Fehler Tore fressen, oder? Wieder ganz krasser Fehler vom Gegner und ich habe ihn wieder ausgenutzt. In dem Fall mit Alessandrini, ich glaube Vorlage Arangis. Krass! Aber ich finde es erstmal geil, dass ich die Fehler des Gegners so krass ausnutze. Ja, also falls er jetzt verlieren sollte, dann durch ganz klare individuelle Bedienungsfehler, weil er zweimal ganz blöde kurze Pässe spielt, die man nicht spielen darf, weil sie abgefangen werden. So, jetzt gehen wir auf Defensiv, aber es ist noch nicht safe, ich spiele so schlecht. Auch in der Verteidigung, mein Kopf ist so langsam, ich merke das die ganze Zeit. Was macht er denn? War das geplant? War das?
War das Absicht oder? Aber übrigens schon wieder ganz schlecht, dass ich da den Ball verliere. Total sinnlos. Oh, das hat er leider gut gemacht. Das dann zum Glück nicht mehr. Mal aufpassen, weil wir keinen dummen Ballverlust bekommen. Stellungsfehler. Schwacher Pass. Och, schwacher Pass von Origi. Ich dachte, er zeigt mal was, da habe ich mich wohl geirrt. Wenn ich eigentlich blockiert werde. Och nein, ich wusste nicht, dass wir an den Ball kommen. Oh nein. Sehr schön. Das bringt noch mal ein bisschen Zeit, aber im Großen und Ganzen ist mein Kopf einfach zu langsam. Jesus im Sturm, Mané, Salah, Dembele. Okay. Gucken, ob er nochmal umstellt. 86. Jetzt gehen wir natürlich hier massiv auf Zeit, wenn wir wieder einen Ball bekommen. Och, die Spiele sind viel zu knapp, als sie sein dürften gegen solche Spieler. Wie gesagt, der Gegner ist der Schwächste von denen, die wir bisher hatten. In der Weekend League, in der, nicht insgesamt. Nein, das war wieder so schlecht verteidigt. Meine. Keine Schusstäuschung. Mann, 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 Mann. Ach so, ist ja gar nichts los. Sagt mir das doch. Fuck. Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich schon viel eher in die Richtung gerannt. Ja, das war dann natürlich sehr einfach, aber der Gegner ist auch auf sehr offensiv gegangen. Sonst hätte ich dieses Tor nicht geschossen. Man, haben wir ihn nochmal gut gemacht mit Arangis, dass wir hier quasi den Haken schlagen, weil der Gegner da ein bisschen zu aggressiv reingeht, aber natürlich ist es jetzt kein Zaubertor gewesen hier. Das war einfach nur aufgrund der Tatsache, dass. Ich meine, schön Deckel drauf, aber es war einfach nur, weil der Gegner hier auf sehr offensiv spielt und ich dann halt leicht kontern kann. Und Werner, obwohl er halt keine Ausdauer mehr hat, immer noch schnell ist. Och man, lass doch nicht immer die Zeit runterlaufen. Ich hab keine, spiel doch einfach die letzten Sekunden. Ist doch nur scheißegal. Genau wie der letzte Gegner. Oh, ey, ich bekomme wieder dreimal nicht den Spieler, den ich will. Sehr schön. Spiel gewonnen. Verdient. Ich mal kurz aufs Handy gucken. Moment. So, wo haben wir es denn? Wir sind hier bei Werner, Arangis, Alessandrini mal wieder. Klar, Vorlagen, Arangis, Werner. Dann bin ich jetzt gespannt, ob Mertens in dem Spiel. Aber er hat natürlich jetzt erstmal Ruhe, solange wie ich wieder gut spielen kann. Weil jetzt zur Zeit wieder echt scheiße.
Ich denke, am Sonntag werde ich dann wache sein und besser spielen. Davon gehe ich mal stark aus. Gut, bald sind die großen Verträge alle, aber bevor ich mir neue große Verträge kaufe, werde ich dann die kleinen erstmal alle machen. Es wäre geil, wenn wir jetzt das Spiel ohne Verlängerung oder Elfmeterschießen schaffen, weil dann würde ich nämlich noch ein weiteres Spiel. Oh, vorbei, was? Es ist schon wieder so spät? Fuck. Nee, das war's. Ich schaffe nur dieses Spiel noch. Leider. Vielleicht, wenn wir jetzt drei Tore schießen in den ersten 5 Sekunden und der Gegner abbricht, okay, aber ansonsten schaffe ich nur das Spiel. Oh, Boateng in der Innenverteidigung und Robben als. Ach man, auch er hat diesen Goretzka als Foot Champions Karte gezogen. Nice luck. Krass. Er hat bei jedem Spieler hatte er Basic Champions Freestyle, bei jedem. Das habe ich noch nie gesehen, das obwohl er ziemlich gute Spieler schon hatte. Sehr schneller Angriff natürlich, und wenn er jetzt ein bisschen spielen kann, also wirklich nur ein bisschen, dann werde ich das Spiel verlieren. Wieso war denn das kein Abseits auf dem Pass von Robben? Okay, ja, aber ist erstmal egal. Wie gesagt, wenn er nur ein bisschen spielen kann, werde ich das Spiel verlieren, weil, na, krasser Angriff und ich bin einfach gerade viel zu langsam für solche schnellen Stürmer. Trotzdem zum Kotzen, dass das jetzt direkt zu schnell war. Und es ist hier. Hey. Kein Abseitsrohr. Vielleicht machen wir direkt den Ausgleich. Come on. Hat gerade Mertens den Einwurf gemacht? Ich glaube, Mertens hat den Einwurf gemacht. Krasser Pass, war übrigens nicht so geplant. Er macht ihn selber so perfekt. Oh, nice luck. Und er kommt hier nicht in den Konter rein. Oh, habt ihr es gesehen? Mertens und Brozovic haben sich gegenseitig behindert, deswegen konnte er den Ball nicht annehmen. Nice. Ich habe auch nur eine Stunde gebraucht für den Pass. Oh, fuck. Das war schlecht. Das war jetzt also abseits. Na, jetzt ist es zu spät.
Es war auch ein sehr schwerer Abschluss. Tunnelt. Krass, okay, geiles Tor von Mertens, auch schön gedribbelt vorher. Ja, ja, so darf es gerne weitergehen. Also wenn er so weiterspielt. Vor allem ist mir aufgefallen, Mertens hat schon zwei Informkarten. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass er schon zwei Informs hatte. Aber es lag wahrscheinlich daran, weil ich wusste, okay, Mertens, erste Inform 87er, zweite Inform 88er und der normale Mertens schon super teuer. Deswegen habe ich es wahrscheinlich so unterbewusst, war mir schon klar, abgehakt, den kannst du dir eh nicht leisten, den Spieler, deswegen brauchst du dir das nicht merken. Aber ja, das habe ich echt nicht mitbekommen, dass. Dass Mertens schon zwei Informs hat, die ich mir natürlich nicht leisten kann. Zumindest nicht momentan. Und ich glaube, bis ich mir die leisten kann, gibt es noch andere Karten. Ja, sorry, aber das kann ich nicht verteidigen. Also noch besser geht's nicht. Ich bin immer dran. Er schießt durch drei Spieler durch. Er passt durch drei Spieler durch. Sorry, ja, das ist dann so ein typisches FIFA 18 Tor. Also da sehe ich jetzt keinen Fehler bei mir. Das war einfach Glück, dass er da sich so durchkombinieren kann, ohne dass da irgendjemand mal den Fuß dazwischen bekommt. Sorry, aber das geht nicht anders. Nervt natürlich extrem, aber ich weiß, dass ich solche Tore auch irgendwann wieder schießen werde. Scheiß drauf. Schön gedribbelt, aber naja. Ich dachte schon, Benatia macht sein erstes Tor mit dem Fuß. Wär's noch? Oh, eigentlich schön gemacht mit Koulibaly. Oder schön gemacht von Koulibaly. Schön gemacht mit Khedira. Schade, schade, schade. Das erste Tor okay, das zweite beschissen. Vom Gegner jetzt. Aber egal. Ich sehe Hoffnung, dass wir das Spiel drehen können. Wieder krass getribbelt und gesprintet von Mertens. Schade, dass das nicht reingeht. Aber wenn das noch auch noch reingegangen wäre, oh mein Gott. Noch nicht gemerkt, dass er Kater im Team hat. Schön gemacht mit Torreira. Schwach.
Mertens darf da nicht weggehen. Oh, jetzt macht es aber ultra langsam. Sein Spielaufbau. Und wenn er noch dafür belohnt, ist das dann doch ein Scheißpassspiel. Danke. Zum Glück hat Koulibaly ihn nicht runtergerissen. So wäre es wieder gewesen. Schöner Schuss von Torreira, schade. Ach, sehr gut, faul. Ich wollte schon sagen, es war auch ein komischer Schuss von Gedira. Mertens macht jetzt auch noch die Freistöße, okay. Ich dachte, der geht rein. Scheiße. Andersen hat jetzt mit seinem neuen Champions League Style einen Distanzschuss von 90 und ich glaube auch eine Schusskraft von 90. Na? Beschissen, ey. Boah, geht er jetzt schon auf Zeit oder was? Schau mal, ich frisst jetzt das Gegentor, ey. Fuck, hätte ich nur schon wechseln können. Fuck, ey, ich kann nicht wechseln. Das lohnt sich wieder gar nicht. Schwacher Pass von mir. Alter, geht mir das gerade auf den Sack, dass ich nicht wechseln kann. So ein Nachteil. Die sind alle so träge und langsam und beschissen. Sie keine Power mehr haben. Meiner Meinung nach nicht verdient. Ein Unentschieden wäre definitiv verdienter. Aber er wird mich jetzt nicht mal den Ball kommen lassen. Und dadurch, dass ich nicht wechseln konnte, sind auch meine Spieler auf den Außen so beschissen langsam. Alter, also, dass hier nur 2 Minuten nachgespielt wird, ist auch wieder krass. Das ist ja meistens so. Fuck you! Diesen Angriff nicht ab. Oh mein Gott, wie kann er den Angriff nicht. Das gibt's doch nicht.
Pfeift da den Angriff ab! So ein Dreckskackspiel! Wenn es keine Verlängerung gibt, könnte ich vielleicht noch ein Spiel schaffen. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich mache noch eins. Komm. Ich glaube, ich mache einfach jetzt in dieser Aufnahme noch. Scheiß drauf. Ich habe jetzt keinen Bock, hier eine neue aufzunehmen, dann wieder zusammenzuschneiden. Mach mal 3 Spiele. Mertens, schönes Tor, aber naja. Hatte eigentlich noch. Hatten wir nur ein Tor? Wir hatten nur ein Tor, oder? Sei denn El-Sharawi. Knie. So, ein Spiel haben wir noch 20 am. Am Sonntag, das ist immer noch ultra viel. Also ich glaube, ich habe noch nie 20 machen müssen. Oh, er hat Calcio A. Ist interessant, dass immer, wenn ich Calcio A habe, dann die Bundesliga kommt. Oder wenn ich die Bundesliga habe, Calcio A kommt. Also dass es selten gleich ist. Dreierreihe, mal gucken. Auch ein paar richtig gute Spieler drin gehabt. So, konzentrieren, jetzt nicht aufregen. Scheiß drauf, ich spiele gerade nicht so gut. Klar, es wäre ein Unentschieden verdienter gewesen. Was soll's. Das war bestimmt nicht so geplant. Okay, Origi. Jetzt hat er sich richtig geil angefühlt, was das Dribbling angeht, wenn ich ehrlich bin. Okay, auf jeden Fall schon mal einer von denen, die anscheinend sehr aggressiv drauf gehen. Geil gespielt und Smorsalo möchte in die Pause, also er möchte ja im Spiel pausieren, mal gucken, ob er jetzt sein Team umstellt. Wäre natürlich lustig, wenn er jetzt eine andere Formation oder sowas reinmacht und dann schon direkt ein Tor gefressen hat. Vorlage war glaube ich Werner und Tor dann Arangis. So, Dreierreihe, 3-4-3, wenn ich das richtig sehe. Mal gucken, ob er es umstellt. Wobei es passt eigentlich schon so. Immobile, Mandzukic im Sturm, Gomez, ZOM. Costa, Matuidi, Kedira, Quadrado. Also eigentlich sind da die Positionen, die passen eigentlich. Na, mal schauen. Ja, immer noch so. Immer noch so. Ich glaube, er wird nichts umstellen. Schöner Pass auf Arangis. Sehr knapp. Und dass sich Arangis dann hier durchsetzt, ist auch krass gegen diesen großen Verteidiger, weil er eigentlich nicht so den Körper hat. Aber erstmal ein schön rausgespieltes Tor. Basta ist, glaube ich, auch ziemlich groß für einen Außenverteidiger. Da macht Ribéry wieder mal ein Tor und das, obwohl er. Eieieiei. Das ist die richtige Handbewegung dafür auf jeden Fall. Ziemlich verbrannt hat er sich da bei dem Schuss. Sehr geil. Auch noch getunnelt und ja. Da zeigt Ribéry, dass er es drauf hat. Da fühlt sich auch geil an. Wenn er dann noch Scorerpunkte macht, freue ich mich. Und dann lasse ich ihn natürlich erst recht im Team. So, ich glaube, ich lasse mal auf defensiv. Oh, das war knapp. Ich glaube, er dachte, er kommt nicht an den Ball. Also, anders kann ich mir diesen Schuss nicht erklären. Er war ein bisschen merkwürdig. Naja, deck du ruhig da drüben zu. Oh, da steht der Gegner schon wieder so nah dran. Das ist wieder so eine Scheißformation, die ich nicht so gern habe. Wobei, er deckt gerade den links nicht zu. Okay, dann nehmen wir den. Schöner Pass auf Ribéry.
Ja, ich wusste dann nicht mehr, was ich machen soll, deswegen dachte ich mir, eine Ecke reicht erstmal. Boah, viel zu weit raus. Schön aus der Drehung mit Süle, Weinert. Das war auch schon wieder knapp. Und Werner kommt noch ran, nice. Das ist meiner Meinung nach ein Foul, gerade gegen Origi, der ja einen guten Körper hat. Schön gemacht mit Tolisso. Oh, jetzt leckt's. Ich glaube, man sieht es nicht richtig, aber es hat gerade. Es ist immer noch so, es ist sehr träge gerade. Richtig scheiße. Zum Glück habe ich schon zwei Tore. Das war eigentlich auch ein Foul. Aber ist. Klar, wenn er das vorher nicht gepfiffen hat, dass er das nicht pfeift. Ist immer noch total träge, also so leicht verzögert halt. Richtig scheiße. Man sieht es aber nicht. Es halt wirklich nur sehr leicht ist, die Verzögerung. Ja, die Dreierkette könnte ihm auf jeden Fall zum Verhängnis werden. Scheiße, es sei denn, ich dribbelkacke. Oh fuck, ich dachte, ich bekomme den Ball vorbei. Gut gemacht mit Bender. Ich glaube, er wird seine Dreierreihe jetzt auflösen, wenn er wieder Pause macht. Oder er bricht jetzt das Spiel ab, wenn ich jetzt das 3-0 mache. Das kann auch sein. Ich werde jetzt mal extra lange jubeln. Ah, er bricht direkt ab. Geil. Weil dann habe ich jetzt Zeit gespart und kann jetzt in Ruhe gehen und habe halt nicht so den Stress. Das ist sehr schön. So, Tore. Werner Ranges, Ribéry, Vorlagen. Werner Ranges, Origi. Na, also, da haben beide wieder mal einen Scorerpunkt gemacht. Origi und Ribéry. Und dann kann ich hier ein bisschen beruhigter gehen. Das Spiel haben wir auch gut gespielt. Gegner hat schlecht gespielt. Schlechte Formation auch mit dieser Dreierkette. Die hat er nicht gut gespielt. Und naja, drei Spiele gewonnen, zwei verloren. Dafür, dass ich teilweise ziemlich kacke gespielt habe und nicht so gut drauf war, ist das eigentlich ganz cool. Und da haben wir auch eine Aufgabe gemeistert, sogar mehrere, wie es aussieht. Ne? Och, ich will doch einfach nur in diese Belohnungen rein. 3 Tagesaufgaben, das ist ja mal interessant. So, erziele einen Turm mit einem Calcio-A-Spieler, das ist nicht so schwer. Silberverträge, nice. Also Bronzeverträge sind Schrott, aber ab Silberverträgen ist es eigentlich cool, weil da bekommt man schon Minimum 8 Spieler auf die Goldspieler. Ich muss auch mal noch die restlichen Manager mir kaufen, damit ich 50% Bonus bekomme. 200 Vertragssituation mit einem beliebigen. Erziele mit einem beliebigen Spieler ein Tor per angeschnittenen Schuss. Bronzespieler-Set, yeah, baby. Ein Seltener. Ich glaube, wir brauchen es nicht spannend machen. Ich glaube, die einzigen Goldkarten, die da drin sein können, sind halt Bälle. Goldene Bälle. Pettersen ist bestimmt nichts wert. So, ich habe jetzt keinen Bock, die restlichen alle nachzuschauen. Ich habe auch keine Zeit, deswegen packe ich die einfach alle auf die Transferliste. Außer ihn, den haben wir nämlich doppelt. 200, ich glaube, den können wir echt direkt so verkaufen, weil der schon für 200 drin steht und den niemand haben will. Das war's dann wohl. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, liken, kommentieren und so weiter. Daumen nach oben. Macht's gut.